Also Marek hat sich den Fight angesehen. Von irgendwo. Der hat gespürt, dass ein Drache stirbt. Schlangendrachen sind das also, die er da befehligt. Egal, Hauptsache Knochen. Ja, super. Und ich kann schon nichts mehr tragen. Ist das geil. Ja, was machen wir denn da? Ich muss das Wort der Macht noch lernen. Das muss hier hinten dann stehen irgendwo. Aber viel wegschmeißen können wir eigentlich nicht mehr. Ich habe schon so viel Tränke jetzt reingehauen. Wir müssen eigentlich ein bisschen Platz haben. Aber die Knochen wiegen sehr viel. 50 Kilo zu viel habe ich drauf. Scheiße. Ich möchte die nicht hier lassen, die Sachen. Also da geht eigentlich nur ein Trank der Tragkraft und dann beeilen. Wir rennen hin, lernen das Wort und machen schnell Reise zurück ins Dorf. Dann müsste die Quest beendet sein und innerhalb von 3 Minuten schaffen wir das. Okay, Wundertrunk der Stärke. Tragfähigkeit für 300 Sekunden lang um 30 Punkte erhöht. Das reicht nicht mal aus. Ich brauche mehr, ich brauche was Stärkeres. Elixier der Stärke wird um 60 Punkte erhöht. Das reicht. Okay, anschnallen, Leute, jetzt geht's los. Ein Eistroll. Ja, komm, das nehmen wir jetzt auch noch mit. Sonst ein bisschen beeilen. Was das Wort gemacht? Den Windstein an. Ja, der Windstein wird aber drüben sein. So. Was liegt da? Da liegt noch was. Leute, ich muss mich beeilen. Ich habe nur 3 Minuten. Eisenschwert der Glut. Eisenschwert der sengenden Hitze. Das hat nicht gereicht. Verdammt. Irgendwas müssen wir jetzt wieder hier lassen. Na hier, das ist ja Crap. So. So, war hier noch irgendwas? Ansonsten würde ich sagen, ab dafür. Eisenpanzerhandschuhe. So, wir können gleich später nochmal zurückkommen, die Ruinen hier ein bisschen näher erforschen, aber jetzt reisen wir erstmal fix zurück. Da ist der Windstein. Okay, Markierung platzieren zum Dorf. Falsch. Ganz falsch. Wir müssen in die Taverne die Knochen abgeben. Bringt uns ja nichts, wenn wir jetzt hier die Quest haben, beendet haben, aber haben auch die schweren Knochen dabei. Das heißt, zurück. Ach, jetzt sind wir wieder dabei. Du bist immer dabei. So. Zurück nach Schnellreisen unmöglich, da du überladen bist. Ah, geil. Die 3 Minuten sind vorbei. Fuck. Aber da der Kollege da ist, werden wir den vollpacken hier. Was ist unser nächster Schritt? Ja, du Held, ey. Lass mich alleine. So. Du kannst mal ein bisschen was Wenn wir dadurch aufnehmen. schneller vorankommen, sicher. Ja, ich denke schon. Hier kannst du eine Kartoffel lutschen.
Blutskaldenklinge, die behalten wir mal. So, hier Drachenschuppen. Zack, zack. Zack, das Drachenschwert nimmst du auch mal mit. Der beschwert sich übrigens dann, wenn er genug hat, sagt er schon Bescheid. Also keine Panik, dass ihr den überladen könnt. Der sagt es euch, wenn er voll ist. Geht ihr voran? Oh, er hat das Schwert gewechselt. Auf das. Ist das das Drachenknochenschwert? Na, wahrscheinlich. Komisch, wieso zieht ihr das billige Schwert der Axt vor? Also das ist schon ein bisschen... Das ist strange, das habe ich noch nicht verstanden. Ach ja, wir müssen ja auf den Windstein jetzt das Wort anwenden. Wenn ihr nach Himmelsrand wollt, komme ich mit. Auf Solstheim war ich jetzt lange genug. Komm, schwing die Hufe, um was zu erledigen. Die Brücke am besten gemustert. Sie sollte den reißenden Gebirgsbach hier durchschlagen. Oh, der uns auch mitschleift. Oh. Na? Geh lieber oben rum. Oh, der könnte ja drauf gehen. So ist mein Pferd gestorben, mein erstes. Frost. Ist oben in Wasserfall geraten, in den reißenden Gebirgsbach und ist dann, hat den Sturz nicht überlebt. Ja, und das kommt nicht wieder. So. Da oben ist der Stein. Was treulose Geister einst stahlen. Weit von uns entfernt. Wächst er uns doch so nah. Wo ist er jetzt hin? Wir sollten doch den Kollegen mitnehmen, dass der echt drauf geht. Mit unseren ganzen schönen Sachen, das wollen wir ja nicht. Da ist er. Komm mal mit. Spring mal ein bisschen. Wir gehen oben rum. Na, komm. Hier oben ist ja die Hängebrücke. Jawohl, jetzt hat er sich freigemacht. So, wo ist denn die Bridge over Troubled Water? So. Ich schätze mal, wenn der den so einen Wasserfall runterfliegt, könnte eventuell auch tödlich sein für ihn. Selbst für unsere NPC-Miet-Söldner. Ich hoffe, wir begegnen hier draußen nicht zu vielen der Aschenbrut. Ich hoffe doch. So, safen wir nochmal ab. Da hinten geht eine Wache. Jetzt sagt nur der Marik hat seine Wachen schon hier positioniert. Unsere Augen waren einst geblendet. Doch nun sehen wir durch ihn. Unsere Hände waren ein... Doch nun wirkt er durch sie. Und wenn die Welt erst hört. Versuche immer mal zu aktivieren. Und wenn die Welt erst sieht. Ach nee, da wird man wieder Malle hier. Dann ist es um diese Welt schön, den sie vergessen haben. Ja, ja. Vergessen sie es. Wir machen was anderes.
Wir wenden jetzt das Wort der Macht auf an. Schreie, Kräfte, Schreie. So, wie hieß das? Willen beugen. Erde. Ja, das muss es sein. Okay, dann mal aktivieren. Seele benutzen, okay. So, und jetzt aktivieren wir das mal als Favorit auch. Zack. Jetzt sagen wir mal, jetzt schreien wir mal rein. Auf dass wir uns erinnern. Bam. Oh oh. Lässt du die Leute los? Lass das sein. Na super, ist einer gestorben. Hoffentlich war das nicht der Schmied. Wolf Wildblut. Ach nee. Nein. Es muss ein Albtraum sein. Ja, das geht nicht. Wenn das jetzt der Schmied war, dann können wir uns das Geheimnis von der Backe putzen. Ich verliere wohl den Verstand. Doch den anderen scheint es genauso zu gehen. Ja, das können wir nochmal machen. Das tut mir leid, mein Freund. Ich kann hier unten nichts für euch tun. Ich muss zurück zu meiner Schmiede. Das ist so faszinierend wie erschreckend. Halborn Eisenfell. Das ist wohl der Schmied. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, was diese Wesen... Aber ich möchte eigentlich gar nicht, dass dieser Typ hier irgendeinen aus dem Dorf tötet. Deswegen werden wir das auch mal neu machen. Und uns ein besseres Gift auflegen. Machen wir einen Quickload und machen wir uns ein lebendes Gift drauf. Dass der Tentakelfreak hier nicht so wild um sich hauen kann. Einst geblendet. Doch nun sehen wir durch ihn unsere Hände. Falsch. Magie. Schreie. Willen beugen. Seele drauf. Aktivieren. Zack, zack. Untätig. So. Wir können jetzt noch die Klinge vergiften. Boah, die Ladung ist schon wieder komplett runter. Durch den Fight eben. So. Doch. Gift der Magiker, Ausdauer senken, verlangsamen. Das finde ich nicht schlecht. Das ist aber auch ein geiles Gift. Magierek senken. Einhand verursacht mehr Schaden. Gesundheit wird erhöht. Das ist doch geil. Das machen wir. Obwohl, der hat ja keine Magika. Ja, komm, egal. Und wirkt er durch sie. So, nochmal safen. Goal! Und wenn die Welt erst hört. Aus dem Weg, Junge. Jemand muss etwas unterbeschützen. Das ist der Dickmann. Danke euch für euren Schutz, Allschöpfer. So, jemand tot? Oh nein. Der Allschöpfer segne.
segne euch. Ihr habt uns gerettet. Also ich glaube, der Wolf will Blut. Schöpft er immer? Ja, nee, das geht nicht. Nochmal. Vielleicht kann er verrecken lassen hier. Und wenn die Welt erst hört... Goal! Danke, Freund. Der hat uns befreit. Das ganze Dorf ist hier. Welch übler Zauber ist das? Ein Fieber muss mich übermannt haben. Welche Erklärung gäbe es sonst? Ich glaube, wir haben es. Das ist dunkle Magie. Das eben alle? Sein. Ist das ein Traum? Baldur Eisenformer ist der Schmied. Es muss ein Albtraum sein. Wolf Wildblut ich ist da. Weiß nicht, von welchem Zauber sauber, ihr uns geschafft. Befreit habt, Fremdling. Aber ich danke euch. So. Also der war schon relativ knackig, jetzt muss ich sagen. Also gibt es vielleicht auch sogar unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Schwierigkeiten bei den Jungs hier. Ein Fieber muss mich übermannt haben. Welche Erklärung gäbe es sonst? Ja, ab nach Hause, Leute. Ich brauche euren Rat. In Sachen Schmiedekunst. Also schwingt die Hufe. Das ist so faszinierend wie erschreckend. Welche sagen? Das ist dunkle Magie. Das muss es sein. Ein Reich des Vergessens. Was mache ich um diese Uhrzeit hier draußen? Ein Fieber muss mich übermannt haben. Welche Erklärung gäbe es sonst? Ja. Ich verliere wohl den Verstand. Doch den anderen scheint es genauso zu gehen. Gut. So, mal gucken, ob wir jetzt das Geheimnis des Stahls erfahren. Ich will nicht unhöflich sein, Fremdling, aber ich muss zurück ins Dorf. Ich habe jetzt keine Zeit für eine Unterhaltung, Fremdling. Ich bin auf dem Heimweg. Können wir die Drachenhandschuhe eigentlich da ausziehen. Ja, die Schlangendrachen, die sind schon nicht schlecht auf... Die sind nicht schlecht. Auf der Stufe. So, ziehen wir die Nachtigall-Klamotten wieder an. Und zwar Tutti. Aber da fehlt doch was. Ah, da sind sie. Fanari, laute Stimme. Ich muss zurück zum Dorf. Als Anführerin des Gal braucht man mich dort. Aha. Ich kann jetzt nicht reden, mein Freund. Ich muss nach Hause. Jawohl. Gucken, was der Chef sagt. Aber ist direkt angenehmer geworden hier. Also jetzt haben wir praktisch das Dorf befreit. Ich glaube, der Schutzschirm ist auch runter. Ja, ist unnötig geworden. Und es gibt keine Ascheregen mehr hier. Ist nur noch Schnee. Das ist ja schön. Sehr schön. So. So, wo ist der Chef? Ich habe versucht, auf einem Baumstumpf neben meinem Zelt zu schmieden. Aber Eisen braucht Eisen, wenn es richtig geformt sein soll. Tut mir leid, mein Freund. Ich kann hier unten nichts für euch tun. Ich muss zurück zu meiner Schmiede. Ja, du bist doch da. Ich muss mit dem Boss reden hier. Ja. Der Schamanenhütte.
falscher Zeitpunkt, ne? Ist hier irgendwo ein Bett frei? Ja, jetzt hocken wir uns hier hin und warten einfach mal ein bisschen. So. Wenn ihr nach Himmelsrand wollt, komme ich mit. Auf Solstheim war ich jetzt lange genug. Die Luft hat sich verändert. Wir sind sicher. Also wart ihr erfolgreich. Kann man wohl sagen. Aber genau, wer ist eigentlich der Altschöpfer? Ihr seid ein Fremdling. Ich weiß nicht, ob ich es euch erklären kann, aber ich versuche es. Der Allschöpfer ist der Schöpfer aller Dinge. Er sorgt dafür, dass das Leben wie ein großer Strom fließt. Wie alle Flüsse ins Meer zurückkehren, kehrt auch alles Leben irgendwann zum Allschöpfer zurück. Unsere Sitten mögen euch fremdartig vorkommen. Doch die neun Götter des Kaiserreiches sind für uns ebenso fremdartig. Ja, welche Rolle er spielt, wissen wir ja. Ist der Boss hier, Stammesoberhaupt. Euer Volk ist übrigens frei. So ist es. Ihr habt euch als wahrer Verbündeter der Skal erwiesen. Daher sind auch die Skal eure Verbündeten. Was machen wir jetzt? Wenn ihr den Windstein befreit und den Bann über mein Volk gebrochen habt, könnt ihr für den Rest von Solstheim vielleicht das Gleiche tun. Damit werden wir Mirak nicht gänzlich aufhalten. Aber vielleicht können wir ihn etwas bremsen. Das reicht nicht. Ich muss Mirak sofort aufhalten. Dabei kann ich nicht helfen. Niemand hier kann das. Ihr benötigt das Wissen, das Mirak selbst erlernt hat. Ihr müsst mehr über dieses schwarze Buch herausfinden. Was hier noch mehr über dieses Buch? Das war in Miraks Besitz. Es sieht nicht aus wie etwas vom Drachenkult. Es ist ein finsteres, unnatürliches Ding. Ich will nichts damit zu tun haben. Aber der Zauberer der Dunkelelfen, Lelot, er kam vor einiger Zeit zu uns und fragte nach schwarzen Büchern. Ich glaube, dass er sehr viel über sie weiß. Vielleicht sogar zu viel. Sucht ihn im Süden. Seid vorsichtig, Drachenblut. Hier ist etwas anderes am Werk. Was wisst ihr noch über die schwarzen Bücher? In unseren Traditionen werden sie nicht erwähnt. Aber sie und Mirak sind miteinander verbunden. Wenn ihr ein schwarzes Buch gelesen habt, habt ihr ihn gesehen. Und die Macht des Buches stammt aus der gleichen dunklen Quelle wie die, die den Windstein korrumpiert hat. Aber seid auf der Hut. Ihr geht jetzt den gleichen Weg wie Mirak. Wieso glaubt ihr, dass dieser Nelot mir bei der Suche nach schwarzen Büchern helfen kann? Er sucht ebenfalls nach ihnen. Er hat sogar schon eins gefunden. Er hat es mir gezeigt, als er hierher kam. Es ähnelte dem, das ihr in Miraks Tempel gefunden habt. Eine Schöpfung dunkler Magie. Nicht des Allschöpfers. Was ist eigentlich geschehen, als ich den Windstein angeschrien habe? Die Macht des Steins wurde korrumpiert. Das war die Quelle des Einflusses, der die Skal überwältigt hat. Euer Schrei brach das Böse, das den Stein kontrollierte. So wurde seine wahre Bestimmung als Überbringer der Gaben des Allschöpfers wiederhergestellt. Die Befreiung der anderen Steine mindert den dunklen Einfluss, der sich auf Solstheim ausbreitet.
andere Steine? Ja, es gibt 6 heilige Steine. Wind, Wasser, Erde, Tier, Sonne und Baum. Sie bewahren die Einheit des Landes. Freya sah, dass der Baumstein jetzt in Miraaks neuem Tempel eingesperrt ist. Ich bezweifle, dass ihr ihn befreien könnt, bevor seine Macht nicht gebrochen worden ist. Doch ihr könnt vielleicht die anderen Steine läutern. Auch wenn das Miraak nicht aufhalten wird, wird es seine Rückkehr sicher verzögern. Was war nochmal deine Aufgabe hier? Als Schamane von Skaldorf bin ich Berater und Heiler und bewahre die Traditionen. Ich erinnere die Skal auch daran, im Einklang mit der Natur zu leben und den Willen des Altschöpfers zu ehren. Nur so sind sie im Tod würdig, an seine Seite zu treten. Okay, das ist alles, was ich wissen muss. Möge die Dunkelheit euch nie berühren. Möge der Met euch nicht ausgehen. So, ich hoffe mal, der schmiedet jetzt mal ein offenes Ohr hier. Ich mir Stahlriemen zunutze mache. Oder auch dieses Herz. Ich bin schon seit vielen Jahren an Storns Seite und lerne seine Weisheiten. Ja, schön. So, wo ist der Herr Schmied? Es sind schon viele Winter vergangen, seit mein Ehemann zum Allschöpfer zurückgekehrt ist. Doch der Verlust schmerzt mich noch immer. Ich habe Waren im Angebot, falls ihr etwas braucht. Mit wem treibt ihr den Handel? Es kommen viele Jäger durch unser Dorf. Und manchmal statten die Dunkelelfen von Rabenfels uns einen Besuch ab. Sie bringen uns Dinge aus ihrer Heimat, die es hier auf der Insel nicht gibt. Etwa Gewürze, feine Stoffe und Erze, die wir hier nicht abbauen können. Es stimmt, dass wir Skala ein einfacheres Leben als manch andere führen. Doch ab und zu gönnen auch wir uns ein wenig Luxus. Was habt ihr zu verkaufen? Ich habe ein paar Pflanzen gesammelt, die zur Herstellung von Tränken dienen. Ich habe aber auch noch ein paar andere Waren. Immer her damit. So, Edlaut, hast du denn da? Ich bräuchte mal ein paar blaue Bergblumen. Das ist auch eine super Reagenz für Heiltränke. Wir bräuchten die Reagenzien für diesen Verzauberungstrank und Waffenschmiedtränke. Da gibt es nur ein paar Sachen. Die da wirklich nützlich sind. Oh, Netzgelee, das ist gut. Da müssen wir keinen umbringen. Nordmet. Violette Bergblume. Dauerhafter Magikaschaden. Dauerhaft. Gut. Naja. Bis zum nächsten Mal. Ich denke, ein Tier zu töten, ohne sein Fell oder sein Fleisch zu benötigen, blutet mir das aus. Möge der Allschöpfer uns vor den finsteren Mächten beschützen, die Skal ergriffen haben. Bis zum nächsten Mal. Ihr habt uns vom finsteren Traum befreit und dafür sind die Skal euch dankbar. Was habt ihr den Himmelsrand getan, bevor ihr hier zurückgekehrt seid? Nun, meine Mutter sagte immer, ich war ein äußerst zorniges Kind. Es stimmt, dass mein Herz immer rastlos war. Nur im Kampf konnte ich Frieden finden. Ich war eine Zeit lang Soldat, dann Söldner. Doch ich war nie wirklich glücklich, bis ich hierher kam. Und haben die Drachen das Leben der Skal erschwert? Die Drachen sind zwar eine ständige Gefahr, aber bis jetzt interessieren sie sich nicht sonderlich für unser Dorf. Dem Allschöpfer sei Dank.
Aber haben sie uns gezwungen, unsere Lebensart zu ändern? Nein, überhaupt nicht. Sie sind nur eine weitere Hürde, die wir bewältigen müssen. Lebt wohl. Die Waffen der Skal werden nie stumpf, solange Baldur Eisenformer die Schmiede hütet. Ja, genau dazu kommen wir jetzt, mein Freund. Seit einigen Monaten treiben sich viele Fremde in unserem Land herum. Wo steht sie im Weg, Tilly? Bis dann. Die Dunkelelfen besuchen manchmal uns. Werft einen Blick darauf. Was sollt ihr denn so verkaufen? Ich dachte, ich könnte das Geheimnis hier abzwacken. Das war wohl nichts. Der weiß genauso wenig wie ich darüber. Oder irgendjemand anders ist es. Er hat Stahlriemen auf jeden Fall. Und verkauft da eine Menge Klamotten auch von. Tja, aber wie können wir das jetzt schmieden? Bis zum nächsten Mal. Möge der Allschöpfer uns vor den finsteren Mächten beschützen, die die Skal ergriffen haben. Ich habe noch nicht gesehen, diese Muschelkäfer. Was die so geben soll. Also bisher kein Glück. Wir müssen wirklich mit jedem mal reden hier. Ihr habt uns vom finsteren Traum befreit. Und dafür sind die Skal euch dankbar. Mhm. Ich genieße es, dem jungen Nikolas Geschichten über meine Reisen in Tamriel zu erzählen. Ihr gehört nicht zu den Skal? Oh nein, nicht im geringsten. Ich bin Historiker. Ich bin hier, um mehr über die Geschichte von Solstheim zu erfahren. Solstheim ist ein faszinierender Ort, doch wir wissen so wenig über seine Vergangenheit. Noch immer gibt es viele Rätsel zu lösen. Was haltet ihr von diesem Steinbau, an dem alle gebaut haben? Ja, das war ein verstörendes Erlebnis. Aber um eure Frage zu beantworten, die Architektur war merkwürdig, fast schon übernatürlich. Dies und die große Macht, die erforderlich war, um unseren Geist so einzunehmen, lässt auf die Machenschaften eines mächtigen Magiers schließen. Entweder das oder ein Dädra. Wenn das so ist, dann mögen die Neuen uns beistehen. Ein Dädra? Mächtige und bösartige Wesen, die das Reich des Vergessens ihre Heimat nennen. Die Mächtigeren unter ihnen können unsere Welt beeinflussen. Wenn sie das tun, leidet die Menschheit Qualen. Wie lange studiert ihr die Skal schon? Nun, lasst mich nachdenken. Ich schätze schon fast ein Jahr lang. Meine Güte, wie die Zeit verfliegt. Und den Skal macht das nichts aus, studiert zu werden? Bisher zumindest noch nicht. Sie halten mich für komisch, aber sie scheinen mich zu tolerieren. Sie waren sogar sehr entgegenkommend, geradezu gastfreundlich. Offensichtlich sprechen sie gerne über ihre Traditionen und Geschichte. Na dann? Dann bis zum nächsten Mal. Ja.
Das ist Adler, hm? Es sind schon viele Winter vergangen, seit mein Ehemann zum Allschöpfer zurückgekehrt. Keine Aether? Mutter macht sich Sorgen, wenn ich zu weit vom Dorf weggehe. Sie sagt, ein Drache... Die Asche des Roten Bergs hat das Land krank gemacht. Okay. Man nennt mich Wolf Wildblut. Ich bin der erste Jäger der Skar. Hm. Was für Tiere jagt ihr denn? Der Großteil unserer Felle und unseres Fleisches stammt von Rehen, Bären und Horkern. Manchmal, wenn die Wölfe zu forsch werden und das Dorf bedrohen, müssen wir sie jagen, um ihren Bestand zu lichten. Ich hoffe, wir begegnen hier draußen nicht zu vielen. Welche Jagdweisheit könnt ihr mir mitteilen? Die erste Weisheit, die ich jedem Jäger der Skal einschärfe, ist eine einfache Frage. Sollte ich dieses Tier wirklich töten? Wir nehmen nur, was wir brauchen, um die Einheit mit dem Land zu wahren. Mhm. Was bedeutet Einheit mit dem Land? Die Skal jagen nicht zum Zeitvertreib, sondern um zu überleben. Wir glauben, dass alle Wesen das Recht haben, frei zu leben. Wenn wir uns von ihnen nehmen, was wir brauchen, danken wir den Tieren für ihre Gabe. Je weniger wir das Land und die dort lebenden Tiere stören, desto mehr ehren wir die Wünsche des Allschöpfers. Welche Aufgaben hat dein erster Jäger noch? Wenn wir große Tiere jagen, leite ich unsere Jäger bei der Spurensuche an. Zudem ehrt man mich so als den geschicktesten Jäger im Dorf. Ich glaube nicht, dass ein Fremdling es je verstehen kann. Doch ich hoffe, meine Worte konnten eure Frage beantworten. Könnt ihr mir beibringen, zwei Handwaffen besser zu nutzen? Alles eine Frage des Schwungs. Hier, ich zeige es euch. Zwei Herrlichkeiten, Meister. Okay. Wie lange seid ihr schon erster Jäger? Früher haben mein Bruder Torkild und ich gemeinsam gejagt. Aber das war vor langer Zeit. Was ist mit eurem Bruder geschehen? Ich wünschte, ich könnte es euch sagen. In seinen Augen leuchtete ein wilder Glanz. Wilder als in allen anderen. In dunklen Stunden fürchte ich, dass er sich den Wehrbären am Gletscher angeschlossen hat. Wehrbären? Pervertierte Bestien. Ein Fluch von Hirsine. Echte Bären sind edle und großartige Kreaturen der Wildnis. Aber die Daedra können nichts Eigenes erschaffen, also beschmutzen sie die Werke des Allschöpfers. Ich habe von Menschen gehört, die durch einen Fluch oder auf eigenes Verlangen hin in diese abscheulichen Dinger verwandelt wurden. Ein bedauernswertes Schicksal. Und ich fürchte, dass es meinem Bruder widerfahren ist. Habt ihr einen Anhaltspunkt, wohin er gegangen sein könnte? Er ist vor so langer Zeit aufgebrochen, dass es schwer zu sagen ist. Er könnte möglicherweise in Hammerfell sein. Seid vorsichtig, wenn ihr ihm über den Weg lauft. Als Mensch war er schon ein gefährlicher Krieger. Wenn seine animalische Seite durchgekommen ist, könnte es tödlich enden. Warum glaubt ihr, dass euer Bruder ein Werber geworden ist? Er hat den Ruf des Altschöpfers nie so wie ich vernommen. So wie wir es alle sollten. Wir möchten in Frieden mit dem Land leben, aber er hatte Macht und Stärke im Sinn. Und wer nach unnatürlicher Stärke sucht, findet sie bei den von den Daedra entstellten Bestien auf dieser Insel. Dieses Schicksal wünsche ich niemandem und schon gar nicht meinem Bruder. Kann ich verstehen. So, wo ist jetzt der Mann, den wir das beibringen kann? Ich stehe in eurer Schuld, Wolf. Der Bogen, den ihr mir gegeben habt, ist doppelt so stark wie mein letzter. Das liegt nicht nur am Bogen, Deor. Euer Arm ist stark geworden. Euer Auge. Was ist unser nächster Schritt? Wenn wir dadurch schneller vorankommen? Sicher. Gib mir mal dein Drachenknochenschwert. Und dazu den Drachenknochen. Danke. Geht ihr voran? Oh.
Ich kam her, um die Geschichte von Solstheim zu erforschen. Doch die Skal faszinieren mich am meisten. Weil, jetzt können wir das nämlich ein bisschen pimpen hier am Schleifstein. So. Dann nehmen wir uns erstmal einen Trank der Waffenschmiedekunst. Ach ja, und wir ziehen natürlich ein paar Klamottenfeuer an. So, jetzt nehmen wir auch den Trank, so eine Sache angezogen. Essenz des Waffenschmieds. So, das Drachenknochenschwert legendär herstellen. Ja. Das Eisen, das Schwerbau auch noch. So. Die Waffen der Skal werden nie stumpf, solange Paldor Eisenformer die Schmiede hütet. Ich trage immer noch zu viel. Ja, wir können dir mal ein paar Schwerter hier verkaufen. Seit einigen. Werft einen Blick darauf. Mhm. So, wir haben nämlich. Ja, die Skaldenklinge wollte ich aufbewahren. Das Schwert ist nicht schlecht. 82 Damage, noch nicht verzaubert. Okay. Das Eisenschwert der senkenden Hitze, ja, das kann man dem verkloppen. Sehr schön. Tragt immer noch so viel. Haben wir noch hier? Das Amulett von Talos, voll der Blödsinn. Starker so. Stahl euch beschützen. Was ist unser nächster Schritt? Wenn wir dadurch schneller vorankommen, sicher. Mhm. Du bekommst erstmal deine Waffen zurück. So. Und. Das war's erstmal. Ja. Geht ihr voran? Ja, aber wie lernen wir jetzt? Wie lernen wir jetzt das Geheimnis des Stahls? Gibt's da keine Quest zu? Jetzt aktivieren wir einfach mal alle Quests. Das ist die Hauptquest hier, der Weg des Wissens. Marsch der Toten. Ja, also es gibt keine Quest dafür. Metalle von Tyrsk, da waren wir ja schon.
Hotel Mithrin. Das war... Das sagt mir da irgendwas. Das war dann den Erdstein. Wasserstein. Bring die Knochenrüstung für Glover Mallory in deinen Besitz. Ja, dann machen wir das doch. Reisen wir zur Seringswacht. Dann haben wir nämlich schon eine Quest für Rabenfels wieder abgeschlossen. Tja. Keine Ahnung, wie wir das Stahlriemenrezept jetzt machen. Wie wir das hinkriegen. Na gut, schauen wir mal. Machen wir erstmal die Quest für Rabenfels weiter.